Grüße und herzlich willkommen an alle Anfänger, Wiedereinsteiger und all jene, die sich aus irgendwelchen anderen Gründen hier verirrt haben. Heute laufen wir Eldengrund 1 und werden sämtliche Mechaniken von Trashmobs bis hin zu Bossen ausführlich erläutern. Zeitangaben für die einzelnen Bosskämpfe findet ihr unten in der Infobox. Ich bin Neo, heute als Tank ausnahmsweise mit dabei. Heute darf ich alles zusammenziehen, heute darf ich alles anhauen und als erster vorrennen. Und ich würde sagen, mal gucken, wie es wird. Viel Spaß! Beginnen wir auch direkt bei der ersten Mobgruppe. Wir haben am ersten Teil des Dungeons hauptsächlich nur humanoide Gegner. Für mich als Tank am wichtigsten, die Justiziare anzutanken. Also das sind die mit Einhand und Schild, weil die einen Heavy haben, der sonst jemanden auf den Boden hauen kann. Natürlich versuche ich auch sonst alles ranzuziehen. Wir müssen hier jetzt erstmal diesen kleinen Bach runter. Bleibt nicht am Stein hängen. Movement ist alles, Leute. Movement ist alles. Hier gibt es manchmal noch eine Kiste links oben auf der kleinen Plattform. In dieser Ecke hier ist der Questgeber, falls ihr die Quest noch nicht habt. Zu den Mobgruppen selbst. Wir haben wieder die Heiler, wo ich gucke, dass ich die unterbreche. Wir haben Bogenschützen, da wieder nicht in den Feldern drin stehen. In dem Pfeilhagel oder in dem kegelförmigen Pfeilfächer. Ab hier kommen auch noch Würger dazu. Wir hatten jetzt hinten einen. Es bringt nichts, die zu tanken. Die suchen sich sowieso irgendwen raus, den sie dann ranziehen. Da müssen sich die Damage-Dealer einfach drum kümmern. Ansonsten für mich, ich habe es gerade gesehen, rechts ist halt ein Justiziar gewesen. Links war einer. Sonst kann ich auch nur alles zusammenziehen und ja, abwarten, bis es liegt. Rechts wieder ein Würger. Mit dem Gang noch eine Gruppe. So, wir haben links einen Würger, wir haben rechts einen Würger und sehr weit aufgefächerte Gegner. Gruppen. Für mich wieder die Justiziare am wichtigsten und noch alles, was ich sonst noch kriege. Hier sind direkt zwei Bosse. Also wir sind jetzt in dem Bossraum. Ihr seht vorne den Boss, aber rechts ist auch noch einer in der kleinen Nische. Den kann man allerdings skippen, der ist nicht questrelevant. Wir werden den dennoch trotzdem machen. Hier haben wir gut gesehen, wie ich rangezogen wurde. So sieht das Ganze aus. Machen jetzt noch die restlichen Ads und dann gehen wir rechts rüber zum ersten Boss. Unser Boss ist ein Zweigling mit ein paar Zweiglings-Ads. Schön tanken, zusammenziehen, fällt im AOE alles. Der große Zweigling, ihr habt es gerade kurz gesehen, hat so einen kegelförmigen Hauch wieder. Der macht allerdings nahezu keinen Schaden, von daher ist der unrelevant. Das ist auch für mich kein Boss hier. Der zweite Boss ist ein Krieger. Der hat wieder einen kegelförmigen Schlag, der euch ungeblockt ein Stück zurückschleudert. Er macht aber auch nicht ganz so viel Schaden. Dann hat er einen Rundumschlag. Bei dem bleibt er allerdings stationär stehen. Also könnt ihr da auch als Tank einen Schritt rausgehen. Wow, und mehr kann der nicht. Ist einfach ein bisschen was an Leben, was man mit der Zeit runterspielt. Ja, und wenn er dann liegt, geht es auch hier links weiter. Rechts habt ihr den Bürger noch gesehen, wir laufen daran vorbei. Der kann euch nicht mehr ziehen, wenn man hier durch die Tür ist. Wir haben hier im Gang noch eine kleine Gruppe. Da ein bisschen aufpassen, dass wieder Flammenmages mit bei. Dass man nicht in den ganzen Feldern steht. So, und hier im Flur haben wir weit aufgefächert, die ganze Brücke lang welche. Ganz hinten sind immer so zwei, drei, die sich nicht aktivieren. Die werde ich jetzt gucken, dass ich die mitkriege. Hier wieder die einzigen Flächen, die wir haben, sind mal wieder vom Bogenschützen ins Pechfeld, was dann vom Mage angezündet wird. Der kegelförmige Pfeilfächer.
alles Sachen, wo man nicht drinstehen sollte. Hier im Gang haben wir ein paar nervige Bürger. Die ziehen einen immer wieder zurück, wenn die nicht schnell genug liegen. Und dann kommt auch die nächste Gegnerkategorie hinzu, nämlich die Elites. Die haben einen, ja, so einen Sprung, der euch, wenn ihr nicht blockt, zurückschleudert. So, nach dem Gang sind wir auch schon im nächsten Bossraum. Unser Boss ist ein Würger. Der zieht euch wieder ran, wenn ihr zu weit weglauft. Der beschwört kleine Würger, die ihn hochheilen. Da einfach bitte gucken, dass ihr die entweder macht oder unterbrecht. Hier seht ihr es so, wenn ihr so einen grünen Strahl machen. Dann macht er so ein ganz großes Feld, was sich ausbreitet. Wer da drin steht, ja, ist gerade so nicht tot als Damage-Dealer und Heiler, wenn man genug CPs hat. Als Tank, ja, ihr werdet kurz zurückgeschlagen, aber mehr passiert da auch nicht. Also auch wenn ihr blockt, werdet ihr zurückgeschlagen. Deswegen gehe ich da jetzt auch raus und kümmere mich um die Würger, weil mehr macht er auch nicht. Da habt ihr nochmal das Ranzen gesehen. Und da liegt er auch. So, im Gang wieder ein paar Leads, die ich mir jetzt kralle. Drei Stück, die werde ich alle mitnehmen. Und die rechts zum Bürger ziehen. Dann kann das alles schön im AOE gelegt werden. So. Und dann haben wir den Gang hier auch geschafft. Im nächsten Raum haben wir links einen Boss in der Ad-Gruppe mit drin. Den als erstes anspotten. Der kann hier, habt ihr gerade so gesehen, Heavy machen. Den bitte blocken, sonst kickt ihr euch wirklich ein paar Meter weg. Der macht Blitze auf dem Boden. Da gucken, dass ihr nicht drin steht als Damage-Dealer und Heiler. Der macht noch so einen kreisförmigen Blitzeinschlag im Nahkampfbereich. Da einfach blocken oder rausgehen. Und mehr kann der nicht. So, in der anderen Hälfte des Raumes sind wieder ganz, ganz viele Ads. Die alle schön nehmen, zusammenziehen. Bogenschützen machen das Pechfeld. Mages zünden es an. Pfeilfächer aufpassen, Heiler unterbrechen, das Übliche. Und ein Bürger ist auch noch am Baum, hatte ich vergessen zu erwähnen. So, unser nächster Boss ist ein großer roter Alit, der bringt auch noch einen kleinen Alit mit. Der hat eben diesen Hauch, den er macht, da nicht drinstehen oder das ganze blocken als Tank. Er hat wieder das Anspringen, was auch die kleinen Leads können. Und mehr macht er nicht. Wieder gucken den Hauch, rausgehen oder blocken. Weiß nicht, warum der jetzt zur Wand gelaufen ist. Boah. Wir haben im Gang noch zwei Leads. Kommst du da aus der Wand raus? Ich sag euch was, der da hängt da schon seit Wochen in der Wand drin. So, da sind wir schon im Endbossraum. Nicht vergessen, die Rolle anzugriffeln. Unser schöner Endboss. Was kann der? Zunächst einmal, er macht ein großes kreisförmiges Feld im Nahkampfbereich. Wenn Damage-Dealer oder Heiler drin steht, ist er tot. Ich als Tank überlebe das Ganze. Allerdings, selbst wenn ich blocke, werde ich zurückgeschleudert. Von daher sollte ich rausgehen. Ihr habt gerade gesehen, das, was ich dodgen musste, das ist ein, ja, ich sag mal so ein Gift-Hit. Das setzt einen Dot drauf. Diesen Dot kann man entweder gegenheilen oder den kann man auch purgen, wie man möchte. Das macht ordentlich Schaden, muss sich der Heiler drum kümmern. Der Boss liegt zwischendurch irgendwohin so ein kleines kreisförmiges Feld ab. Da kommen so Skelettarme raus. Und sobald dieses Feld abläuft, kommen da vier Skelette raus, die einfach mitmachen, fallen im AOE. Wer da reinkommt, wird reingezogen, muss sich freibrechen.
Und das ist die ganze Mechanik hier. Das Feld. Und da habt ihr gesehen, was passiert, wenn man noch drin steht. Da hat es den Heiler zerlegt. Bitte wirklich, wirklich aufpassen, nicht zu spät raus. Im Zweifelsfall macht eine Dodge-Roll, dass ihr da echt nicht drin steht. Hammers Feld. Hinten links die Arme. Nochmals Feld. Ist immer das Gleiche. Es sind nur diese drei Sachen hier. Skelette. Combat Alert sagt euch das Dodgen von diesem Gifted auch an, dass ihr den nicht abkriegt. Und da liegt er. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und gutes Gelingen.